Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel und heute machen wir wieder einen Klünschnack. Axel, was trinken die eigentlich in Argentinien? Ich glaube, die trinken Mezcal. Ja? Das ist das denn? Tequila mit einer Made drin. Aha, wie viel Prozent? Also wir würden die Flasche nicht schaffen. Nee? Dann sind wir voll. Aber die Jungs, von Samsung haben davon eine Flasche gehabt, würde ich sagen. Also, ja. Samsung präsentiert erstes LKW mit Heckdisplay für sicheres Überholen. Ich meine, da muss man ganz schön viel getrunken haben, um auf die Idee zu kommen. Ja. Hinten am LKW wird ein Display angebaut, das ist so groß wie, ja, so groß wie, wie der LKW von hinten. Und man kann dann sehen, was vor dem LKW passiert. Ganz tolle Geschichte. Ja. Kann ich auf jeder Landstraße überholen, wenn keine Bildstörung ist und das Ding nicht hängt oder so. Dann ziehe ich einfach mal vorbei und dann stelle ich fest, dass da hinten ein Standbild dran war. Ja. Dann ist ein Problem. Vor allen Dingen in Deutschland gibt es ja schon Planeschlitzer, die während der Fahrt die Plane aufschlitzen. Jetzt haben sie es ja noch einfacher. Da können sie den Fernseher direkt hinten rausklauen. Der wird abmontiert. Ja, also, in Argentinien mag das sein. Das Foto, was uns vorliegt, sieht also sowohl mit als auch ohne Bildschirm eine kilometerlange leere Landstraße. Ja. Also wir glauben nicht, dass das zur Sicherheit beiträgt oder dass irgendein deutscher oder gar europäischer LKW-Spediteur sich das... Also das ist, glaube ich, nicht die beste Idee, die wir bis jetzt im Klönschnack hatten. Aber eine ganz interessante Geschichte ist das Daylight Plus von Daimler entwickelt. Ein Forscherteam will herausgefunden haben, dass zusätzliches Licht das mentale Befinden des Fahrers positiv beeinflusst. Gut, ich glaube, die Skandinavier haben gute Erfahrungen damit gemacht, weil wenn die Hälfte des Jahres dunkel ist, leben viele davon unter künstlichem Licht, was Tageslicht ähnlich ist. Und die Selbstmordrate unter Skandinaviern ist seitdem extrem zurückgegangen. Jetzt sind unsere Fahrer nicht selbstmordgefährdet, aber vielleicht doch irgendwo an der Stimmung könnte man arbeiten. Und wenn das eine Geschichte ist, die dazu beiträgt, ist es natürlich mit relativ wenig Aufwand, nämlich einfach nur eine ambiente Beleuchtung in den LKW zu bauen, damit vielleicht die Aufmerksamkeit, die Konzentrationsfähigkeit der Fahrer zu erhöhen, ist das, finde ich, eine Top-Idee. Ich denke mal, das ist auch preislich gut hinzukriegen und es geht ja auch darum, dass die Fahrer dann nicht so schnell ermüden. Ja, genau. Also das sollte schon für die, nicht nur für die Stimmung, wie gesagt, auch für die Konzentration ist das eine feine Sache. Und anders als das Heckdisplay, denke ich, eine praktikable Lösung, die uns auch weiterhelfen könnte. Für die gute Stimmung der Fahrer sorgt dann ja an den Pausen unser Film. Ja, aber nur im Fahren, weil sonst geht die Stopp-App. Nein, nur im Stehen, sonst geht die Stopp-App. Genau, so die Stopp-App. Ja, und dann gibt es ja das... Thema Reifen, worüber wir wahrscheinlich 5 Sendungen machen können. Und jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, dass man die Reifen per Laser checken kann. Den sogenannten Pneuscan. Wie geht das? Ja, ich glaube, in Österreich ist es hier angedacht, dass die LKWs über einen Sensor fahren, über eine Sensortechnik und dieser Sensor oder diese Technik all die Dinge auswertet, die man über einen Reifen wissen muss. Profiltiefe, Reifendruck, und so weiter und so fort und ob das ein Schrägverschleiß gibt und so weiter und dann weiß der Spediteur oder der Fahrer, je nachdem wo die Daten hingesendet werden, inwieweit dort eingegriffen werden muss. Aber ich sage ja immer, und jetzt muss ich mal den Kollegen im Fahrerhaus vielleicht ein bisschen ärgern, aber ich behaupte, jeder zweite LKW-Fahrer hat den falschen Reifendruck. Davon kannst du ausgehen. Also wenn wir mal bei Adam und Eva anfangen und der Reifendruck in jedem LKW stimmen würde, dann wäre es schon mehr als die halbe Miete. Und wenn man den LKW-Fahrer fragt, auf welcher Achse wie hoch der Druck ist, kriegst du nicht immer, um es mal ganz freundlich auszudrücken, die richtigen Antworten. Und dann ist es ja immer noch ein altes Thema, wo ich mich immer noch versuche mit durchzusetzen, die Stickstoffbetankung. Also die Stickstoff Reifenfüllung mit Stickstoff. Das hat zur Folge weniger Reifenverschleiß, permanenter Druck, weil Stickstoff entweicht nicht so wie Luft und damit auch einen besseren Verbrauch. Ja, gut. Also du sagst, erstmal muss der Fahrer seinen Job machen und dann kann man mit das Pneuscan das, was dann noch nicht geht, nochmal wieder... Dann würde wahrscheinlich alles stimmen. Ja. Ja, es ist wie immer im Leben. Das Analoge muss stimmen, dann kann man digitalisieren. Vorher geht gar nichts. Also da vielleicht sind wir noch manchmal
auch zu Fuß unterwegs und wir müssen uns dann das ein oder andere erstmal genauer angucken. Genau. Früher hatte man ja noch Reifenbrände. Axel, wir haben 10 Jahre sowas nicht gehabt. Oder länger. Ja, ich glaube, also, unser Ulle ist irgendwo in Gudo, nee, kurz vor Gudo, mit einem brennenden Reifen stehen geblieben und das Ding ist abgefackelt. Das ist lange her. Das ist gute 6-7 Jahre her, ja. Also die Technik geht weiter, aber nichtsdestotrotz, ohne menschliche Kontrolle wird das alles im Moment nicht gehen und da hilft uns auch der Pneuscan nicht. Genau. So, das waren die spannenden Klönschnack-Themen. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Nächstes Mal geht's weiter. Wir sammeln fleißig, wir recherchieren. Tag und Nacht, kann man sagen. Und bis dahin, allzeit gute Fahrt! Klönschnack. Das kann er ja machen. Akku muss aufgeladen werden. Das merkst du, wenn sie fahren. Haben wir noch ein Thema? Ja, ich habe nichts mehr. Na gut.